Ich freue mich so, dass ich mit euch ganz anders sprechen kann, weil ihr Insider seid. Und das ist ein großer Unterschied zu den vielen Beiträgen, die ich auf YouTube oder im Fernsehen gemacht habe. Da ging es um andere Themen, aber es waren auch andere Menschen und da konnte ich mich jetzt auch nicht so anvertrauen mit ganz persönlichen und privaten Sachen. Das war auch nicht angemessen. Aber mit euch ist es schön, dass ich ja, vertraut bin. Das ja, tut mir gut. Das heißt also, die Begeisterung, die Nachfrage, die Sehnsucht, die Not auch der Menschen, das Seelische in sich mehr zu spüren oder das benennen zu können, ist sehr, sehr groß. Auch die Erkenntnis und Liebe und Erkenntnis als treibende Kräfte sozusagen in der menschlichen Entwicklung, ja, finde ich, da ist so etwas Wunderbares zusammen. Gibt es was Schöneres? Gibt es ja. was Schöneres? Ja. Nein, gibt es nicht. Und es fängt natürlich an, in dem Augenblick, wo du deine Matrix hast und anfängst, dich selbst zu achten für die Person, die du bist und dich lieb zu haben für deine, nicht die Fehler, das würde ich gar nicht so nennen, aber für die Bedürftigkeit oder die Unsicherheit und alles, was in dir so ist, wenn du, oder deine Ängste, wenn du anfängst, dich lieb zu haben, dafür, dass du auch Angst hast, wie jeder andere Mensch auf dieser Welt, das führt automatisch zu mehr von dieser großen Liebe, dieser neutralen Liebe, die wir ja von Gott erhoffen. Und jetzt möchte ich doch als Priesterin nochmal darauf zu sprechen kommen, dass ich vielleicht meinen Kinderglauben an den lieben Gott verloren habe, aber die Erfülltheit von der Göttlichkeit, die mir meine Seele schenkt, den Anteil am Göttlichen und das große Göttliche mit der bedingungslosen Akzeptanz und Liebe, ja, das ist mir sehr zugewachsen. Und das hatte ich vorher nicht. Weder intellektuell, noch mental, noch emotional. Das habe ich dadurch erst spüren können. Also mein Göttliches spüre ich ganz deutlich. Und deins auch natürlich. Verunsicherung oder die Illusionen auch, die ein Mensch so über sich selbst hat oder die Wünsche, irgendwie zu sein, zum Beispiel wie die Eltern, sich die Tochter oder den Sohn gewünscht haben oder wie man selbst versucht hat, sein Selbstbild zu polieren und so. Das alles wandelt sich, ja, wenn man die Matrix auf einmal bekommt, so 180%. Und ja, für mich war es so, zack, boom, ich bin auf dem Boden meines Wesens angekommen, allein durch die Mitteilung, dass ich eine Priesterin bin. Als ob ich es ja schon immer gewusst hätte, aber da kommt etwas hinzu, was ich die Magie der Benennung nenne. Es sind noch nicht mal viele Wörter und fühlt sich gesehen und fühlt sich erkannt und die Tränen fließen und das Gefühl entwickelt sich, noch nie hat jemand mich so tief erkannt, nicht mal ich selbst. Das ist ein Wunder. Ich nenne es die Magie, aber es ist wirklich ein Wunder. Und das hat mich auch all die Jahre bei der Stange gehalten. Und was ja da so entscheidend ist, wie du erzählst, die Erfahrung, dass man es wirklich erfährt, erspürt, erlebt, mit Leben füllt. Das ist das Großartige an dem Matrix-System. Das ist ja nur ein Ausschnitt. Das ist vielleicht ein Fünftel oder noch weniger des gesamten Seelenlehre-Gefüges. Aber es ist das Einzige, was du wirklich
nachprüfen kannst, erleben kannst, bei anderen beobachten kannst. Das ist so überzeugend. Das heißt, der ganze Rest von der Seelenlehre, der profitiert davon, dass auf der Ebene der Matrix und mit allem, was dazugehört, die Sache überprüfbar ist. Aber die Quelle an sich, und das ist für mich eine etwas schwierige Erfahrung, ist neutral. Es ist keine Person, bei der man sozusagen Ansprache finden könnte. Wie bei Jesus, oder glauben die Leute, bei Jesus zumindest zu finden. Sie hat immer recht, die Quelle. Also das fanden Frank und ich wirklich manchmal ätzend. Die Quelle hat immer recht und ist immer verständnisvoll. Man kann mit ihr nicht zanken. Man kann auch nicht wirklich mit ihr diskutieren, so wie man mit einem Menschen diskutieren kann. Die Quelle ist kein Mensch, sie ist keine Person. Und das andere ist, ich habe eine Fähigkeit oder Neigung zu einer großen Neutralität. Und diese Neutralität, die hat mir gestattet, diese Durchsagen zu machen. Keine eigene Meinung dazu zu haben. Keine Fragen zu haben. Frank war derjenige, der die Fragen hatte. Ich hatte eigentlich, also ich will nicht sagen nie, aber eigentlich nie eigene Fragen. Und ich kann fast etwas überspitzt sagen, diese ganzen Thematiken interessierten mich überhaupt nicht mal. Aber jedenfalls in der Esoterik wollen wir immer alle nur besser werden, bessere Menschen, Gutmenschen am Ende. Das ist absolut nicht das Weltbild oder das Menschenbild der Quelle und ist nicht das, was die Quelle unter Entwicklung und Wachstum versteht. Ich bin ja auch, ja, ich glaube, neigungsmäßig eher Richtung Gutmensch, was ich gar nicht so schön finde. Bisschen zum Kotzen, ja. Und es hat mir einen neuen Reifungsprozess beschert, weil ich diese Negativ- oder Minusseiten diese scheußlichen Aspekte auch meiner Matrix integrieren konnte dadurch, was vorher nicht möglich war, als ich immer versucht habe, furchtbar anständig zu sein und liebevoll und ehrlich und was weiß ich. Das gelingt einem ja sowieso nicht, aber ich habe es wenigstens versucht. Und dadurch habe ich riesige Reifungsschritte gemacht. Die ältere oder die alte Seele hat irgendwie keinen Spaß mehr am Bösen. Und natürlich schwindet die Angst auch in dem Maße, wie man sie betrachtet. Also die mag ja anfangs sehr, sehr gerne angeguckt werden. Und ist ja auch eitel. Ängste sind immer eitel. Die wollen von allen Seiten gesehen werden und drehen und wenden sich und ziehen sich neue Kleider an und wollen immer wieder Beachtung. Aber immer noch finde ich es komisch. Ja, ich finde mich auch komisch. Ihr findet mich wahrscheinlich auch komisch. Ich bin auch komisch, aber erfolgreich komisch. Schön. Zuerst mal möchte ich meiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen, dass ihr diese Seelenakademie gegründet habt. Das ist für mich eine ganz große Sache. Denn ich verstehe, dass ihr damit eine Funktion erfüllt, die ich nicht erfüllen kann und Frank auch nicht erfüllen kann. Wir haben unseren Teil geleistet, aber das, dann sind wir ja auch bald nicht mehr am Leben und nach uns wäre ein gewisses Vakuum entstanden und dieses Vakuum habt ihr, ohne uns vorher zu fragen, angefangen zu füllen und das ist großartig.
Die Idee an sich ist großartig. Ihr seid Hüter, Pfleger und Verbreiter unseres Lebenswerkes. Also da kann man doch nur dankbar sein. Jetzt sollte aber gerade über die Seelenakademie, und das ist ja auch ein wunderschöner Name, also ich bin ja ganz begeistert von dieser Namensgebung, sollte die Möglichkeit haben, nicht nur selber, ich weiß nicht wie, weiter zu forschen, sondern auch anderen Seelenforschern die Gelegenheit zu geben, ihre Erkenntnisse und Ergebnisse bekannt zu machen. Einmal noch in diesem Leben, aber jetzt stelle ich erstmal die andere Frage. In einem der anderen Lebenden, die da noch auf dich zukommen werden, hast du, denkst du dir, oh, da will ich dann mal frei haben von der Seelenlehre oder ja. Freust du dich, wenn du ihr noch mal irgendwie begegnest? Nein. Ich will frei haben. Wie du das, also frei ist ein großes Wort. Du hast es vielleicht klein gemeint, aber ich verstehe es groß. Mhm. Ich möchte frei haben, Frank möchte auch frei haben. Wir möchten oder wir sehnen uns danach, uns mit ganz anderen Themen zu beschäftigen. Ich habe dann immer so verschiedene Szenarien für meine zukünftige Inkarnation schon mal entwickelt. Auf jeden Fall, ja, ich möchte nochmal Frau sein, ich möchte 4 Kinder haben, ich möchte einen sehr wohlhabenden Mann haben, der selten zu Hause ist. Und ich möchte Klavier spielen können. Lauter zu sagen, das ist natürlich alles absurd, das kommt garantiert ganz anders. Ich habe aber eine große Sehnsucht, einen großen, wo ich möchte nochmal alt 3 sein.